So, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Machiavellian. So, ich nehme heute mal genau nach dem Aufstehen morgens auf. Meine Stimme hört sich wahrscheinlich auch noch etwas gedamaged an. Gestern spät gewesen. Aber hey, ich hab Bock. Ich will noch mal eine Runde zocken. Und ich brauche auch neue Folgen. Die sind mir schon wieder ausgegangen. So, wo waren wir denn? Wir haben ein integres Team bestehend aus 5 Monstern. Und gerade eine Küche im Bau. Das weiß ich alles noch. Und ja, Opfer kommen rein. Alles sieht eigentlich gut aus. Was will eigentlich die Liga der machiavellistischen Schurken? Ich soll 80 Opfer umbringen und 2 abgegrenzte Zimmer vom Typ Opfer haben. Okay. Und dann gibt es wieder ein bisschen Gold und ich kann nochmal ein weiteres Monster anheuern. Gut, dann lassen wir das Ganze doch mal laufen. Ich denke mal, die ganzen wichtigen Sachen laufen eh auf Auto, ja, sieht gut aus. Was ich wirklich gerne hätte, wäre mal so ein richtig großer Lagerraum, wo ich alles reinschmeißen kann, mein ganzes Gold. Was ist mit dir, Root? Was hast du für ein Problem? Kein Tisch, um in Ruhe zu essen. Da muss man durch, als Skelett. Immerhin ein Dach über dem Kopf, ist doch auch mal was. So, ich lass mal die Sachen fertig bauen, die so eingereiht wurden. Vor allem hier diesen ganzen Tisch, ne? Das sieht natürlich nicht so super hübsch aus mit... Ist eigentlich auch doof, was ich hier mache, oder? Essen die alle gleichzeitig? Gerade die beiden oben sollte ich eigentlich wieder wegnehmen. Egal, jetzt habe ich halt lauter kleine Tischchen, das sieht ein bisschen komisch aus, aber irgendwann kriege ich auch mal einen großen, bin ich mir sicher. Der Totengräber. Hey, ich habe hier einige leicht verwaiste Kadaver zu verkaufen. Mit ein bisschen Filetierkunst lässt sich daraus bestimmt eine große Menge Nahrung herstellen. Und nun, für kurze Zeit erhalten Sie diese zu einem unglaublichen Preis. 5 leicht verwaiste Kadaver für 60. 10 für 100. 20 für 180. Ja, ein leicht verwaister Kadaver. Für einen wirklich moderaten Preis, muss ich sagen. Da kaufe ich doch 20 Stück, oder? Und dann machen wir die schön zu ja, geräuchertem Fleisch und so weiter. Das macht aber auch Chadwick, oder? Chadwick soll aber eigentlich bauen. So, den anderen wahnsinnig guten Koch habe ich aber leider nicht. Naja, dann muss ich das wohl so machen. Egal, mit ein bisschen Glück habe ich jetzt sehr viel Essen. Es ist nur so... Ah, da kommt er. Oh. Junge, Junge, der ist ja ganz schön vollgeladen. Da kommt er kaum noch vorwärts. Obwohl er hier so einen riesigen Auspuff an seiner Maschine dran hat. Irgendwie vom Timing her gerade immer so, dass sie gerade die Briefe abgibt. Und meine neuen Opfer kommen. Das wird jetzt gleich ein ziemliches Debakel geben, wenn... der hier 20 Kadaver auslädt und jetzt hier gleich diesen nächsten Opfer kommen. Oh, 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 nicht so gut. Victims are coming. Ja, was macht man da? Am besten alle mal schnell in den Angriffsmodus und dann versuchen wir die mal möglichst früh abzufangen. Schauen, wo sie denn kommen. Das ist ein bisschen schlechte Presse, nehme ich mal an. Ja, hat eine Leiche entdeckt. Das sind keine Leichen, das ist alles nur... Keine Panik, ist alles nur Filmprop. Wir drehen hier einen Film, Horrorfilm. Das war wirklich nicht so cool. So, jetzt mach dich aber an die Arbeit, das Zeug hält nicht sonderlich lang. Chadwick, es ist keine Zeit zum Pennen. Was macht er denn? Oh Gott, jetzt fängt er da hinten an. Kann ich jemand Zweites als Koch anstellen? Natürlich kann ich das. Man kann vielleicht einer räuchern und einer verhackstückeln. Komm, nimm doch... Was will er denn? Diese blöden Spinnenteile da hinten oder wie? Die interessieren doch keinen. Totes Körperteil abschneiden. Wood.
Was soll das heißen? Komm Leute, ihr müsst euch echt mal ein bisschen beeilen. Was zum Geier machen die manchmal? Was macht er? Ich raff's nicht. Braucht er neues Holz fürs Feuer oder? Ach, für das Smoken. Mhm. Ach, Chadwick. Und jetzt geht er pennen. Gut, hat sich voll gelohnt, die ganzen Opfer hier zu kaufen. Jetzt habe ich nämlich einen riesigen Haufen fauliger Leichen auf meinem Hof. Tja, das war's. Da sind sie auch schon weg. Schade. Okay, leicht verweste Leichen sind wirklich schon leicht verwest. Werde ich mir merken. Gut. Vergiss es mit dem Kochen. Kümmere dich lieber wieder um die Laborarbeit. Und Putzen, genau. Putzen auch immer wichtig. Du hast doch eigentlich keine Waffe, oder? Nein. Warum? Kann nicht zur Ausrüstung. Kein Platz für diese Art Ausrüstung. Und das hier? Kann nicht zur Ausrüstung genommen. Kein Platz für diese Ausrüstung. Kein Platz? Wieso nicht? Ah, sie kann scheinbar zumindest mal das Amulett nehmen. Genau. Und das? Das kann sie jetzt nicht. Aber immerhin hat sie das Amulett. So, legt mal ein bisschen los. Fresst euch mal ein paar Gehirne rein, wie auch immer ihr das wollt. Und baut mein Zeug fertig vor allem. Also würde ich jetzt nochmal neu starten, würde ich das mit dem Lager, glaube ich, gleich von Anfang an machen. Einen riesigen Lagerraum ist ja fast das Beste, was man am Anfang bauen kann, so ein bisschen. So, wir haben unseren Hof wieder etwas aufgeräumt. Schön. Gut, dass man die Toten... Na, was ist passiert? Sie ist nur einfach schlecht drauf wieder. Hat Hunger. Ja. Dann ist doch was. Was ist sie denn? Ein Zombie. Hier ist ein bisschen Gehirn. Dann geht's hier gleich besser. Lecker, lecker. So, meine Guten. Sammelt euch mal hier. Einer fehlt. Ne, sind alle, oder? Ja. So, Zeit, uns mal wieder ein paar Opfer zu erschlagen. Mhm. Ich denke mal, mit guter Organisation kann man hier einiges machen. Ich mache es zurzeit ja immer so, dass ich immer einfach alle 5 rekrutiere. Aber ich denke mal, ja, wenn das Haus groß genug ist und es auch ein bisschen abgeschildert ist vom Eingang, dann ist es locker möglich, da auch ein paar arbeiten zu lassen und hier zum Beispiel meinen Kettensägenmörder ganz alleine immer den... Ich schau das mal, das geht wahrscheinlich ziemlich schnell, oder? Ja, das sägt ihr einfach um. So sieht das nämlich aus. Und wieder an die Arbeit. So, mein Misstrauen ist ja langsam aber sicher schon ein bisschen höher. Wir haben ganz gut Essen. Dass halt niemand so richtig baut, nervt mich. Bessie baut auch, okay. Ja, Bessie baut, ja. Sieht mir hier oben ja auch eigentlich immer, wer gerade welchen Auftrag hat. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Das hat nicht mal RimWorld, wenn mich nicht alles täuscht. RimWorld habe ich ja schon öfters... habe ich ja schon öfters angesprochen. Sehr ähnliches Spiel. Aber man merkt, dass RimWorld seit 2013 in der Entwicklung ist. Es hat einfach diese Quality of Life Features. Alles schon, die hier noch so ein bisschen fehlen teilweise. Aber ist okay. Ich meine, ist ja noch wirklich brandneu vom Schiff. Ah, jetzt gibt es hier ja schon die ersten paar Tische, aber halt noch keine Stühle. Und draußen sind ein paar Spiders. Um die kümmere ich mich mal. Ah. Ich muss aufpassen, dass ich nicht hart ins Mikrofon nies, weil ich immer noch ein bisschen mit den Pollen zu kämpfen habe. Immer so etwa 2-3 Wochen im Jahr. Gerade irgendwelche Gräser.
Na, wo sind die dummen Spinnen? Patrouillieren wir mal ein wenig. Bis es mir zu langweilig wird. Aha, habe ich dich. Also die Kettensäge scheint sauber reinzuhauen, Junge, Junge. Ui, eine Minispinne. Aha, was haben wir denn hier? Kommen hier radioaktive Spinnen her, nehme ich mal an. Oh, es hat mich vergiftet. Kein Witz. Medizinische Einrichtungen habe ich halt auch noch gar nicht. Und hier schimmelt mir auch schon wieder einer. Ja, vielleicht ist so ein... Was ist er? Psychopath? Gar nicht mal die beste Entscheidung zum Kochen. Er bewegt sich schon ein bisschen langsam. Stufenaufstieg bei Aufgabe Wartung. Ah, das gibt's also auch. Nicht nur durch Kämpfe. Ah, okay. Sie hat jetzt ihre Wartungsfähigkeit verbessert. Das ist ja cool. Ja, sauber. Man lernt eben auch dazu, wie er immer mit seiner Kettensäge im Arm schläft. Fast schon süß. So, und es gibt jetzt unseren ersten Stuhl. Ich hoffe mal, dass die jetzt auch am Tisch essen. Dass sie das schnallen, dass sie hier durch das Heimbüro laufen müssen. Ja. Peilt ihr das? Ja, sie peilen es. Sieht irgendwie nicht so aus, als würden sie am Tisch sitzen, aber... Vielleicht auch durch mein merkwürdiges Raumdesign. Schade, dass ich diese Leichen nicht verarbeiten konnte, dann hätte ich mal ein bisschen die Möglichkeit gehabt, vielleicht auch ein paar Tage die Füße stillzuhalten. Vielleicht sinkt ja dieses Misstrauen auch wieder. Warum benutzt du das Fahrrad nicht eigentlich, um überall hinzufahren? Das ist ein viel besseres Fortbewegungsmittel. Sehr gut. Vielleicht soll ich einfach mal eine größere Werbekampagne machen. An sich kann ich es mir ja leisten, oder? Machen wir doch das mal. Eine Luxuskreuzfahrt. Macht 3 ganz gewöhnliche Opfer. So, ich möchte die hier abbrechen und die hier rein. Nee. Werde eine Werbekampagne vorhalten? Nein, möchte ich nicht. Die hier. Bin ich doof? Oh. Ja, ich bin doof. So, und dann tun wir ein paar mehr Briefe. Nicht genügend Ressourcen aus, sonst hat es echt das Holz ausgegangen. Was mache ich eigentlich ultimativ da dagegen? Scheint ja nicht so richtig schnell nachzuwachsen. Gut, hier gibt es noch genug Holz vor erstmal. Was ich dann danach mache, keine Ahnung. Vielleicht immer beim Händler einkaufen. Ey, Jungs. Müsst ihr mal die Straße räumen. Victims are coming. So, jetzt schauen wir doch mal. Also, wer forscht denn nochmal? Das ist die Karen. Die pennt aber gerade. Die kann jetzt auch nicht mehr forschen, weil... Nö. Müsste forschen können, braucht nur Geld. Okay, okay, okay. Ich glaube, um ein wenig Holz einzusparen, lassen wir diesen Teil vom Esszimmer vorerst mal weg. Wird ja dann eh noch umgebaut werden. Und ja, Zeit die nächsten Opfer. Huch. Blut entdeckt. Hä? What the hell? Woran ist denn die gestorben? Das hatte nichts mit mir zu tun, das war offensichtlich ein Unfall. Tja, dann töte ich ihn halt hier. Ah, er rennt davon.
Ganz schön schnell. Gut. Wow, wow, Opfer ist entkommen. 40 Misstrauen. Muss ich aber wirklich mal die Füße stillhalten in nächster Zeit. Woran sie jetzt gestorben ist, weiß ich halt nicht so ganz. Spontane Selbstexplosion. Untätig, Caroline. Why? Ach, sie kann jetzt nicht ihre Briefe gar nicht mehr machen. Dann hack mal ein bisschen Holz, dann kannst du auch wieder Briefe machen. Okay, wir haben ja schön geräucherte Nahrung hier. Aber der Rohbau geht nicht wirklich voran. Bessie ist halt ein Zombie. Zombies sind langsam. Ach, wir haben nicht genug Holz. Das ist natürlich auch ein Problem. So, jetzt muss ich mir das mit diesem Lagerraum noch echt mal überlegen. Wo kann man ein schön großes Lager hinmachen? Hier vielleicht noch eins? Von dem Heimbüro weg. Wäre dann auch zentral, relativ in der Nähe von der Küche. Hier drüben könnte ich natürlich einen riesigen Raum, aber hier wollte ich eigentlich eher ein bisschen diese Opfersachen machen. Für meine lieben Opfers. So, das hier muss weg. Das hier am besten auch. Und dann das hier noch. Und dann kann ich ja hier eigentlich zack, zack, zack. Ich muss auch mal schauen, ob ich nicht einfach wie in RimWorld so ein Ding hier als Außenwand verwenden kann. Ich meine, es ist ja nur ein Lagerraum, muss ja nicht hübsch sein. So, wir haben jetzt ein riesiges Misstrauen. 90. Sinkt natürlich auch wieder ein bisschen von alleine. Aber das ist nicht so gut. Wenn das mal nicht die Liga der machiavellistischen Schurken mitbekommt. Ach so, das war ja eh ein Problem, dass hier unten Blut gab, oder? Nee, passt eigentlich. Was ist mit dem guten Chadwick? Ah, da muss erstmal noch was essen. Also bisher ist wirklich ein wenig... Wenig zu wenig Stühle. Und das Schlafzimmer hier ist halt auch nicht optimal. Hätte ich ja gerne hier eins, aber ja, was ist hier los? Geek und Einhorn Convention. Geeks aus aller Welt versammeln sich und ihre Taschen sind prall gefüllt. Lass dich nicht von ihren Cosplay-Kostümen täuschen, sie sind keine Diener. 48 Stunden lang erbeuten sie plus 102 Goldmünzen. Plus 200 Goldmünzen mehr als normal. Wieso bin ich auf 102 gekommen? Eine Geek- und Einhorn-Convention ist in der Nähe. So. Caroline hat jetzt wieder genug Holz, nehme ich mal an. Oh ja. Zack, wie sie da mal kurz den ganzen Wald weggeholzt haben. Und Spinnengift haben wir auch schon einiges. Mit einem bitteren Beigeschmack von Tod. Brennt im Rachen. So, es kommen neue Opfer, diesmal ja auch die zweite Werbekampagne. Da kommen dann gleich drei Opfer. Allerdings auch zu einem deutlich erhöhten Preis, also die Preisleistung ist schlechter als beim ersten. Chadwick ist nur noch mit Kochen beschäftigt. Ja, ist aber halt auch sehr suboptimal, dass der Koch... immer gleich noch irgendwie eine Weltreise machen muss, um was zu kochen. Dafür gibt es ja eigentlich die Leute, die Ressourcen stapeln, aber die haben halt keinen Platz, um es irgendwo hinzumachen. Muss man halt auch immer so winzige Lager hier machen, statt in RimWorld zu sagen, schmeißt den Scheiß einfach alles hier hin, irgendwo in den Garten oder so, passt schon. So, kann ich eigentlich Karen nicht arbeiten lassen? Forscht ja eh nur. Oh, das war jetzt natürlich für alle, sorry. Karen, du bist gemeint, das Einzige. Karen, 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 ja. Das hat ja toll funktioniert. Oh, sehr schön.
Draußen liegt so ein Streitkolben auf der Straße, das stört aber keinen. Okay, sie muss natürlich auch immer wieder raus. Okay, jetzt ist er da. Jetzt stelle ich sie doch sicher jetzt aber auch mal auf Angriffsmodus. So. Hat sich schon mal ein Einzelner vorgewagt. Chadwick. Jetzt schaue ich mal, wie seine Kettensäge eigentlich abgeht. Bam, einfach der One-Hitter. So. Kommen aber auch nur zwei Opfer, wahrscheinlich wegen meinem Misstrauen. Dann kettensägen wir hier den hier halt auch noch um. Und schon ist es erledigt. Drittes Opfer kam keins. Ja, Misstrauen nehme ich an, stand ja irgendwie dran. Dass das dann die Anzahl der Opfer senkt, die wirklich durch so eine Werbekampagne gelockt werden. Ist jetzt halt schon ein bisschen in den Nachrichten, dass irgendwas nicht stimmt mit diesem kleinen Holzhäuschen. Zu Unrecht, wenn man mich fragt. Offensichtlich Fake News. Das mit dem Kochen dauert wirklich zu lang. Was machst du denn? Komm, du musst nicht immer alles räuchern. Machen ihm das mal raus, er soll echt erstmal das Zeug kochen. Ja, das wechselt er dann aber instant oder wie? Das ist ja praktisch. In Rimworld muss man immer noch ihren letzten Befehl canceln. Ach so, Moment einmal. Es gibt ja tatsächlich ein Priority Management hier. Ich kann sagen, das hier hat hohe Priorität. Machen wir das so. Und dann müsst ihr jetzt ja immer erstmal kochen und dann räuchern. Ja, langsam aber sicher wird's doch. Außer halt das, ja. Unser Zombie Bessie pennt halt gerade, aber so richtig schnell bauen tut er ja nicht. Ist immer noch die Stühle nicht fertig, dieses Zimmer ist nicht fertig. Muss das wohl mal einen Tag lang beobachten. Was macht Bessie? Jetzt, einen Stuhl gebaut. Ist natürlich auch wieder eine mittlere Weltreise, bis die mal ihre Ressourcen hat. Steine abbauen, auch keiner, ha? Mm-mm. Noch das Root. Nicht genügend Werbung produziert, ist vielleicht auch mal ganz gut, dass sie das Misstrauen mal wieder etwas sinken kann. Aber an sich müsste sie da doch dran sein, oder? Ah ja, sie arbeitet schon dran. So, es gibt jetzt genügend Stühle zum Essen, dadurch wird wahrscheinlich auch die Zufriedenheit einigermaßen sich wieder einkriegen. Alle sind eigentlich zurzeit einigermaßen zufrieden. Ah, ho, du schon wieder. So. Diesmal kaufen wir 10. Wird sicherlich wieder voll nach hinten losgehen. Aber egal. Chadwick, what you doing? Räuchern, sollst du aber nicht. So, kann ich jetzt auch den guten alten Rimworld-Trick machen, nehme ich mal an. Chadwick, einmal zack, zack. Und er räuchert immer noch. Wieso? Ach so, die Leichen sind noch nicht da. I'm sorry. Das müsst ihr dann aber echt schnell wegarbeiten, Jungs. Nicht, dass das wieder alles auf dem Hof rumfährt. Nein, Chadwick, nicht räuchern, sondern... Ah, ich kann ihn auch einfach irgendwo hinschicken. Sondern butchern. Ja? Schön. Wir verstehen uns. Ich sehe schon wieder einen Debakel kommen. Wenn hier mal
wieder der Leichenhaufen auf meinem Flur entdeckt wird. Flurhof. So, eigentlich wollte ich ja schauen, was Bessie, der faule Zombie, den ganzen Tag übertreibt. Ich habe gesehen, er hat die Stühle fertig gebaut. Sie hat die Stühle fertig gebaut. Aber ansonsten bin ich hier ja nicht so wahnsinnig begeistert. Kann sie hier vielleicht auch nicht bauen, weil es jetzt schon seit Ewigkeiten eigentlich nichts wird hier. Komm, Bessie, jetzt zeig mal, was du drauf hast. So, wo ist sie hin? Erstmal was essen. Frisches Gehirn. So, und dann setzt sie ihren Bauarbeiterhelm auf und läuft los. Sieht ja eigentlich sehr motiviert aus. Gott, das ist schon bloß 3 Geschwindigkeit. Zombies sind wirklich saulern. Sorry, das war mein Handy. Gerade ein uraltes Nokia-Handy, weil... mein Smartphone, der Akku verreckt ist. Jetzt habe ich wieder so ein ganz oldschool Nokia-Handy, aber Akku ist schon das Replacement unterwegs. Dieses Nokia-Handy, das ich da habe, ist aber echt eine Katastrophe, muss ich sagen. Du hast kein WhatsApp mehr, du hast nur noch diese SMS und die funktioniert noch nicht mal richtig. Jede zweite SMS, wo ich bekomme, steht drin, Textteile fehlen. Und so weiter. Nicht so optimal. An sich, vom Funktionsumfang her, finde ich es gar nicht so schlecht. Ich brauche die meisten Funktionen von dem Smartphone nicht wirklich. Ist auch ein Galaxy S3 Mini, sprich groß, sich da jetzt Videos drauf anzusehen. Naja, muss man nicht machen. Aha, diesmal kommen 3 Opfer. Wir haben hier Katie Edwards. Ein gewöhnliches Opfer. Und ein Baby. Sollen wir Babys auch töten? Hat sich mal mit seiner Großtante wegen einer Party Gin Rome 500 geprügelt, was? So. Obwohl es gegen die Regeln ist, kettensäge ich die hier einfach mal zu zweit weg. Ach, die werden wahrscheinlich die meiste Zeit zusammen rumhängen. Mhm. Buja! Mhm. Essen gibt's jetzt ja auch für eine ganz schöne Weile. Aha, und es wird ein weiteres Schlafzimmer gebaut. Der Wahnsinn. Damit hätte ich ja fast nicht mehr gerechnet. Gut, gut. Gefällt mir ja eigentlich, wie es langsam vorangeht hier. Oh, Bessie hat... Das hast du gut hingekriegt, Bessie. Beeindruckend. Bin ich wirklich beeindruckt. Das schaffen sie in RimWorld auch immer wieder. Mit einer unglaublichen Qualität. So. Jetzt üben wir das mal nochmal, hm? So. Du machst da eine Wand. Und versuchst dabei... nicht... dich selber krank einzubauen. Wie schwer kann es sein? Selbst für einen Zombie? Denke ich mal, machbar. So, Bessie, jetzt geht's erstmal pennen. Das war so ein Schock für sie. Aha, dafür ist hier unten jetzt auch. Ich probiere das jetzt einfach mal, ob ich nicht einfach sowas als Wand nehmen kann. So. Wer ist denn hier schon wieder? Ein gruseliges Tonband. Einer deiner Diener... Was war denn das für ein Sound? Irgend sowas rückwärts. Okay, es ist schwierig vorzulesen, während der hier so witzige Sounds macht. Einer deiner Diener hat ein halb in der Erde verbuddelte...
Was hat eine halb in der Erde verbuddelte Metallkiste gefunden? Du öffnest die Kiste und findest darin, umhüllt von dichtem Nebel, ein altes Tonband. Plötzlich nimmt der Nebel die Gestalt eines unbekannten Wesens an und das Tonband gibt tiefe, seltsame Geräusche von sich. Soll ich es mir nochmal anhören? Soll ich den Nebel wirklich mit frischem Gehirn bewerfen? Mit glänzendem Gold bewerfen? Mit einem alten Knochen bewerfen? Mit morschem Holz bewerfen? Oder nichts? Ich gebe ihm mal frisches Gehirn. Das Tonband gibt einen lauten Schrei von sich, ehe es sich zusammen mit dem Nebel einfach so verschwand. Tja. Schön, mein Misstrauen ist wieder ein bisschen gefallen. Gut, dann mache ich jetzt auch mal wieder Schluss für die Aufnahme. Ich denke mal, ich nehme gleich die nächste auf. Ist ja auch noch voll früh am Morgen. Kann ich vor dem Frühstück noch eine raushauen. Und ja, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Und ich wünsche euch was, ja? Ciao, ciao. Thank you.